Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forum Wirtschaften. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Mit einem Kick zum Millionär, Wirtschaftsfaktor Sport. Und bevor Sie jetzt denken, du lieber Gott, es geht schon wieder über eine Fußballsendung. Nein, wir werden uns mit der gesamten Breite des Sportes beschäftigen, denn der Sport ist ein Wirtschaftsfaktor, der immer nur höher und weiter und mehr kennt. Ganz im Gegensatz zu anderen Branchen, die durchaus schwächeln, ist der Sport auf dem Weg nach oben. Aber das genau bringt auch eine ganze Menge an Kritik mit sich, nämlich wie stark ist der Sport schon kommerzialisiert. Darüber wollen wir reden mit hochinteressanten Gästen und ich freue mich, Ihnen diese jetzt vorzustellen. Da ist zunächst die Kugelstoßerin Christina Schwanitz aus Chemnitz. Sie ist mehrfache Deutsche und Europameisterin, Weltmeisterin des Jahres 2015 und Sportlerin des Jahres 2015. Herzlich willkommen, Frau Schwanitz. Peter Peters kommt quasi aus der Nachbarschaft. Er ist DFB-Vizepräsident, Vizepräsident der Deutschen Fußballliga und er ist Vorstand für den Bereich Finanzen beim FC Schalke 04. Herzlich willkommen, Herr Peters. Herzlich willkommen auch Professor Christoph Breuer, Leiter des Instituts für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herzlich willkommen, Professor Breuer. Und last but not least, Kaveh Nirumand, Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, zuständig für den Bereich Wirtschaft und Finanzen. Ganz herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt in die tiefere Diskussion einsteigen, ich hatte die Gelegenheit vor dieser Diskussion einen Rundgang durch dieses wunderbare Museum zu machen mit dem Direktor. Und wir haben an verschiedenen Stellen den Zusammenhang, den wachsenden zwischen Sport und Wirtschaft gesehen zur Kommerzialisierung hin. Und das wollen wir mal anschauen, bevor wir hier anfangen zu diskutieren. Das ist der Originalball von 1954 und zwar vom Endspiel. Manuel Neukirchner, Sie sind Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Ein Original von vielen Originalen, aber vor allen Dingen aus einer Zeit, wo der Sport im Vordergrund stand und noch nicht der Kommerz im Sport. So ist es und den man als den Urknall des deutschen modernen Fußballs bezeichnen kann. Denn mit diesem Titelgewinn 1954 begann alles. Joachim Fest hat einmal gesagt, der Publizist, die junge Bundesrepublik hat drei Gründungsväter. Politisch ist es Adenauer, wirtschaftlich ist es Erhard und mental ist es Fritz Walter gewesen, die die junge Bundesrepublik begründet haben. Und das sagt eigentlich sehr, sehr vieles aus. Das war eine Mannschaft aus Amateuren, die sich als große Gemeinschaft gefunden haben und ich denke, viel, viel mehr geschaffen haben als nur ein Fußballerfolg bei einer Fußballweltmeisterschaft. Da bin ich richtig, ja, jedes Trikot und so. Das ist aber auch nicht richtig, was der Major macht in so Veranstaltungen. Und hier begann dann die Kommerzialisierung in Form der Trikotwerbung. Das war neu. Das war neu, das nostalgische Jahr 1973, als der Likörfabrikant Günther Mast auf die Idee kam, Trikotwerbung einzuführen. Und das hat er ganz geschickt getan. Er hat den Hirschen, den hat er statt des Löwen in das Vereinswappen von Eintracht Braunschweig aufgenommen. Dann war es nämlich keine Werbung, das war ja verboten damals, Werbung zu betreiben mit dem Fußball, sondern das war Vereinsidentität. Und so durfte dann Eintracht Braunschweig 1973 gegen Schalke, im März war es, glaube ich, das erste Mal mit Trikotwerbung auflaufen. Und dann kam der nächste Schritt, dass nicht nur Trikotwerbung, sondern auch die Fans ausgestattet wurden. Merchandising nennt man das neudeutsch. Das war aber erst der Anfang. Das begann in den 80er Jahren. Da konnte man sich erste Trikots kaufen als Fan mit der Werbung, mit dem Vereinslogo, mit dem Vereinsnamen. Und heute können sie sich ausstatten von der Geburt bis zum Tod. Das fängt an bei Schnullern, bei Pampers, alles auch gerade für die Kleinen, um die Kleinen schon den Fußball mit in die Wiege zu legen. Und das hört auf mit der Urne. Beim HSV gibt es eigene Vereinsurnen. Es gibt sogar den eigenen Friedhof, wo man sich beerdigen kann. Also da hat sich die Welt schon dramatisch verändert. Ja, das spielt dann in dem Moment gar keine Rolle. Und ja, Hier oben spielt der Verein erstmal gar keine Rolle. Genau. Hier steht sie, die Trophäe von 2014. Der Pokal, der vierte Stern, die Mannschaft, das war so das Wort, das dann geprägt wurde für diese Truppe. Ist das eine Mannschaft oder ist die Mannschaft nur Werbeträger für
den kommerzialisierten Sport. Als Werbeträger wirst du nicht Weltmeister. Wenn du 54 Weltmeister wirst, als Mannschaft gegen diesen übermächtigen Gegner Ungarn, das geht nur im Kollektiv und das ist 2014 nicht anders gewesen gegen Argentinien. Auch da hat die Mannschaft als Mannschaft auf dem Platz gestanden und nur mit diesem Teamgeist, wir kennen die Bilder, wir haben sie vor Augen, kann man nur Weltmeister werden. Und auch 2022 in Katar wird die Vermarktung eine große Rolle spielen, aber auch da wird letztendlich nur die Mannschaft gewinnen, die wirklich auch im Kollektiv als Mannschaft auftritt. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren und sehr exklusiven privaten Rundgang. Danke. Sehr, sehr gerne. Danke. Herr Peters, die Mannschaft hat 2014 den Weltmeistertitel geholt. 2018 ist sie kläglichst ausgeschieden. Was ist die Mannschaft eigentlich? Ist das eine Mannschaft oder ist die Mannschaft nur eine Hülle für den Kommerz, für die Sportwirtschaft? Die Mannschaft ist nach wie vor die deutsche Fußballnationalmannschaft, die letztendlich als die Mannschaft des Deutschen Fußballbundes beauftragt ist, befähigt ist, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften zu spielen und hoffentlich Titel gewinnt, aber manchmal, wie Sie auch gesagt haben, ausscheidet. Und wie wichtig ist der Wirtschaftsfaktor, die Mannschaft? Ja, die deutsche Nationalmannschaft, die Mannschaft generell ist immer die Ursache für die Wirtschaftsfaktor. Das heißt also, die Menschen kommen, um Fußball zu sehen. Und um Fußball zu sehen, benötigen sie in erster Linie eine Fußballmannschaft. Und alles Geld, was verdient wird und was erzielt wird, basiert ja letztendlich auf dem sportlichen Wettkampf zweier Mannschaften. Und je erfolgreicher man das ist, aber das gilt ja nicht nur für den Fußball, umso mehr wird natürlich auch Geld verdient. Aber worauf man halt deutlich hinweisen muss, gerade beim DFB, aber auch bei vielen anderen Verbänden und Sportorganisationen, das gesamte Geld, was im Spitzensport verdient wird, bleibt ja nicht vollständig beim Spitzensport, sondern trägt eben zur Finanzierung eines gesamten Systems bei, bis hinunter in die Basis. Sehr interessanter Punkt, Frau Schwanitz, was Herr Peters gerade angesprochen hat. Sie sind höchst erfolgreiche Athletin, Einzelathletin, sind auch Mutter von zwei Kindern. Würden Sie Ihren Kindern, die sind noch ein bisschen jung, noch glaube ich noch keine 2 Jahre alt, würden Sie Ihren Kindern denn raten, eigentlich eine Karriere einzuschlagen wie Sie und versuchen, über die Runden zu kommen mit Sportförderung, mit Arbeitgeber und ein bisschen Sponsoring oder versuchen, YouTuber zu werden, Influencer oder vielleicht doch Mannschaftssport, wo man viele Millionen machen kann? Naja, machen kann, das ist ja immer so relativ. Also im Moment, so wie sich das jetzt gerade alles zusammengetragen hat mit den Reformen und Regeln, nein. Also sie sollen gerne Sport machen, da Spaß dran haben, aber Leistungssportler zu werden, da macht man sich leider Gottes mehr kaputt, als dass man es tatsächlich schafft, dann am Ende des Lebens oder nach dem Sportlerleben davon leben zu können. Warum? Ich habe das große Glück, dass ich bei der Bundeswehr sein kann und zumindest mal die Zeit während des Leistungssportes finanziert wird. Allerdings, wenn ich mit dem Sport fertig bin, ist auch die Förderung der Bundeswehr fertig. Und wenn ich nicht vorgesorgt habe, ist halt fertig. Und dann stehe ich eben dann mit 35, 36 da. In der Zeit haben andere eben, schon eine Ausbildung gemacht und sind eben schon seit 10 Jahren auf Arbeit. Und ich fange da an und sage so, lieber Arbeitgeber, jetzt möchte ich gerne anfangen. Ich habe vorher zwar 20 Jahre Leistungssport gemacht und ich kann nicht mehr so, weil mein Körper und die Hüfte und alles so ein bisschen kaputt. Aber motiviert bin ich. Ich habe aber keine Ahnung. Das macht es sehr schwer. Wenn Sie diese 3 Säulen, auf denen die Finanzierung beruht, also Sportförderung, Arbeitgeber und was Sie über Sponsoring quasi einsammeln können, zusammenzählen, ist das im Vergleich zu Fußball natürlich ein Scherz. Also Leichtathlet oder Kugelstoßerin wird man nicht, wenn man Millionär werden möchte. Also das ist immer ganz weit davon weg, sondern das ist eine Leidenschaft, eine Passion, die mich glücklich macht. Aber mein Portemonnaie jetzt nicht wirklich so füllt, dass ich sagen kann, ich mache 20 Jahre Leistungssport, bin in der Weltelite unterwegs, unter den Top 5 der Welt und kann dann sagen, wenn ich fertig bin mit dem Sport, dass ich davon leben kann. Was in meiner Meinung nach schon ein Muss ist, in der heutigen Zeit Sportlern so die Möglichkeit zu geben, wenn du Weltmeister wurdest oder Olympiasieger oder irgend sowas, dass du dann beruflich zumindest so weit abgesichert hast, nicht, dass du zu Hause bist und sagst, so schöne Leben Deutschland, aber dass zumindest mal so weit vorgesorgt ist, dass man sagt, okay, du kriegst einen Arbeitsplatz, du musst was dafür tun, aber dafür eine unbefristete, bis du in Rente gehst, zum Beispiel. Wenn man das hört, Professor Breuer, dann fragt man sich, Sport als Wirtschaftsbranche, ja, aber nur in ganz speziellen Branchen und nicht flächendeckend.
Kann man überhaupt von der Wirtschaftsbranche sprechen, wenn man das hört, was Frau Schwanitz gerade gesagt hat? Ja, insgesamt kann man den Sport schon als Wirtschaftsbranche abgrenzen, aber gleichwohl haben wir mit unterschiedlichen Marktlogiken zu tun. Wir haben zum einen den hochkommerzialisierten Sport, Paradebeispiel ist der Fußball in Deutschland, und wir haben auch den olympischen Sport, wo eben auch Athleten trainieren zu Höchstbedingungen, teilweise wesentlich größere Zeitengagements aufbringen müssen, aber gleichzeitig, weil wir dort ein gewisses Marktversagen haben, das finanzielle Risiko selbst tragen müssen. Wenn es funktioniert mit dem sportlichen Erfolg, erfolgt auch keine zwangsläufige Amortisierung, aber die gesamte Gesellschaft freut sich. Also das olympische Gold, kann man so sagen, wird von der Gesellschaft konsumiert und man freut sich darüber. Aber wenn es nicht geschafft wird, dann trägt der Athlet, die Athletin eben das finanzielle Risiko für sich. Und das ist dieses Missverhältnis ist in vielen olympischen Sportarten deutlich größer als in hochkommerzialisierten Sportarten. Und das ist durchaus spannend, was Sie sagen. Denn Herr Nieromand, es ist ja so, der DOSB als sehr großer Verband ist ja auch beteiligt, wenn es darum geht, Athletinnen und Athleten auszuwählen, die Förderung erfahren können. Da spielt die Politik dann auch eine große Rolle. Das Innenministerium zum Beispiel. Aber wenn man das hört, was Frau Schwanitz sagt und was Professor Breuer gerade bestätigt hat, dann freuen wir uns alle an dem Erfolg, was man auch dann bei uns im Fernsehen sieht, wenn Olympische Spiele sind. Aber danach ist eigentlich vorbei. Wie wichtig ist, dass die Gesellschaft das vielleicht ein bisschen anders verteilt? Können Sie das überhaupt leisten? Ja, das ist eine gute Frage. Aber bevor ich die Frage direkt beantworte, ich würde gerne auf Ihre vorherige Frage nochmal eingehen. Weil ich glaube, die Entscheidung, Kinder in den Sport zu schicken, sollte zumindest nicht in dem Alter unter ökonomischen Gesichtspunkten geschehen. Weil der Sport vermittelt ganz andere Werte. Und wegen dieser Werte sollten wir die Kinder in den Sport schicken und zum Sport bringen. Gesundheit ist nun das schnell Findbare, dass man natürlich Sport und Gesundheit zusammenbringt, aber Werte wie Akzeptanz, wie Respekt, wie Miteinander, wie Inklusion, das sind alles Werte, die sie am besten über den Sport vermittelt bekommen. Und das sind die Werte oder die Gründe, warum ich zum Beispiel meine Kinder in den Sport geschickt habe und auch heute noch schicken würde. Wenn daraus natürlich jetzt eine Talententwicklung sich entwickelt und daraus ein Spitzensportler auch wird, da ist natürlich, sind wir alle dann gefragt, die Politik ist gefragt, auch die Sportverbände sind gefragt. Wir müssen die Situation insgesamt, und das ist auch teilweise das Ziel dieser neuen Spitzensportreform, jetzt muss man gucken, inwieweit sie auch wirklich so greift, wie das angedacht ist, dass man tatsächlich die Athleten, die das auch bis da oben hinbringen, ein Leben nach dem Sport auch sichern kann, so wie das zum Beispiel ein Fußballer kann. Das ist ja der Grund, warum auch Frau Schwanitz zum Beispiel ein wenig unzufrieden klingt mit der Situation, wie es heute ist. Wie weit jetzt nun die Sportverbände dort die Macht haben oder die Möglichkeiten haben, das ist, glaube ich, nicht nur deren Situation. Wir sind geprägt, dass in dem Moment oder seit den Jahren, wo der Sport als nicht mehr als Sport nur noch gesehen wird, sondern als Teil der Unterhaltungsindustrie angesehen wird, dass da ganz andere Faktoren jetzt eine Rolle spielen. Und da sind wir auch sehr schnell dabei, die Seele des Sportes auch zu verkaufen. Und über diese Themen muss man diskutieren und dann dabei aber trotzdem Wege finden, ob das duale Studiengänge, duale Lebenswerdegänge sind, um die zum einen den Spitzensport zu fördern, aber auch die Spitzensportler nach ihrem Leben im Sport so ein Leben zu gewähren, dass sie auch sagen, ich gehe dem Spitzensport auch nach und kann das auch so weiterempfehlen. Was Sie angesprochen haben, ist ja diese nahezu heute in vielerlei Hinsicht schon romantische Vorstellung, dass es ein gesellschaftlich relevanter Punkt ist. Trimm dich hieß damals eine große Aktion. Was Sie angesprochen haben, aber Herr Peters, das bringt mir auf einen interessanten Punkt. Beim Fußball ist ja oftmals umgekehrt. Da werden Talente dann früh entdeckt, wenn sie gut sind. Und dann kommen mit einem Schlag, wenn sie aus der Jugend rauskommen,
unglaubliche Summen. Also auch ein Wirtschaftsfaktor, aber auch natürlich das Risiko, wie gehen die eigentlich mit Geld um, mit unglaublichen Summen. Auf einmal sich große Autos zum Beispiel hinzustellen, werden sie dann verletzt, dann haben sie aber vielleicht gar kein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man so eine Rate nicht mehr bedienen kann. Wie geht so ein Verein wie Schalke damit um? Machen Sie da eine Finanzbildung? Nein, ich meine, wir sind ein Fußballverein und wir bilden natürlich Menschen aus zum Fußballer. Das ist ja tatsächlich, bei uns ist die Knappenschmiede, viele andere Vereine haben auch eine wundersame Nachwuchsausbildung. Aber das Ziel ist natürlich, erfolgreich Fußball zu spielen und dazu gehört, dass wir eben Menschen zu Fußballspielern ausbilden. Es ist ja eben auch ein Beruf und Fußballspieler, da braucht man Talent, aber man braucht trotzdem auch geeignete Trainer und man braucht geeignete Wettkampfstätten. Deswegen bauen wir bei Schalke für jetzt 90 Millionen Euro unser Nachwuchsleistungszentrum aus. Man investiert eben nicht nur über Transfersummen in fertige Spieler, sondern man investiert auch erhebliche Summen in Nachwuchsarbeit. Und ein Punkt ist mir nochmal wichtig zu betonen, auch wenn ich die Diskussion von eben verfolge. Die Großveranstaltungen und eben nicht nur im Fußball, die Großveranstaltungen sind ja schon wirtschaftlich erfolgreich. Also Paradebeispiel Olympische Spiele. Da wird ja keiner auf die Idee kommen, dass die nicht erfolgreich vermarktet sind. Die Übertragungsrechte sind weltweit Milliarden wert mit ganz viel steigender Tendenz. Was stellen wir aber fest? Diejenigen, die Künstler, wenn ich das mal sagen darf, weswegen man überhaupt Olympische Spiele sieht, diejenigen treten unentgeltlich auf. Das wäre genauso, als wenn jetzt eine große Tournee einer großen Popband, nehmen wir mal an, ABBA würde sich wieder vereinigen und dann würden die durch die Welt ziehen, dann wäre das ein riesiger wirtschaftlicher Erfolg. Aber die Band würde kein Geld kriegen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Aber Olympische Spiele, da sind Sie mir jetzt ein bisschen zuvor gekommen, würde ich gerne noch zurückstellen, weil da gibt es auch noch zwei, drei sehr interessante Aspekte. Ich möchte mal ganz kurz... Aber der Aspekt ist mir trotzdem nochmal wichtig, weil wir reden ja bei der Kommerzialisierung über FIFA, UEFA, Verbände, auch den DFB. Diese Verbandsstruktur führt immer zu einem. Man hat enorme, starke Rechte, aber man muss die Künstler oder die Sportler nicht bezahlen. Das machen ja übrigens auch bei Fußball-Weltmeisterschaften die Clubs. Das heißt also, da kommt ja auch nicht die FIFA, nimmt die ganzen Erträge ein. Die Künstler, die Sportler werden bezahlt von den Vereinen. Und das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Auch übrigens in den anderen Sportarten, nicht im Fußball. Dann lassen Sie mich bitte nochmal... Wenn wir nochmal auf dieses Beispiel Fußball gehen, ich kann mich jetzt hier im Deutschen Fußballmuseum outen. Ich muss wirklich leidensfähig sein. Mein Verein sind die Stuttgarter Kickers. Das war mal ein sehr guter Zweitligaverein. Sie spielen mittlerweile in Liga 5. Wenn ich da hingehe und die Gegner bei allem gebotenen Respekt sind überschaubar attraktive Spiele mitunter, sind die Tickets aber in einem Maße teurer geworden, da hätte ich früher mit der Familie Zweitligaspiele angucken können. Also da hat sich doch wahnsinnig viel gewandelt, wie Sie es auch gesagt haben, Sportstätten, Infrastruktur, das hat ja alles ein Maß angenommen, das hat in vielerlei Hinsicht viel mehr von Unterhaltungsindustrie als von dem klassischen Sportgedanken. Der Fußball ist natürlich populär und ist ja auch Gott sei Dank in allen Ligen populär und diese Popularität zeichnet sich natürlich aus, dass Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben. Trotzdem ist es so, dass gerade bei dem Thema der Eintrittspreise in Deutschland, das kann man wirklich generell mittlerweile sagen, eine sehr moderate Preispolitik vorherrscht und dass es möglich ist, in allen sozialen Bereichen Fußball zu gucken, ob es dann im Behindertenbereich ist, ob es im Stehplatzbereich ist, ob es dann die 10-Euro-Karte gibt und selbst die Sozialkarte, die in vielen Vereinen da ist, schafft es, dass man eben den Fußball gemeinschaftlich erlebt. Aber wir stellen trotzdem fest, dass eben aufgrund der enormen Popularität des Fußballs viele Unternehmen, viele Fernsehanstalten die Rechte haben wollen. Sie möchten werben mit Fußball, sie möchten Fußball übertragen. Und das führt eben dazu, wenn viele etwas haben wollen und es kann nur einer erwerben, dass es in einer Marktwirtschaft einen Wettbewerb gibt. Und dieser Wettbewerb kann doch nur dazu führen, dass die Preise steigen. Und die Popularität und der Wettbewerb um das Gut, wer überträgt die Fußball-Bundesliga? Das kann nur einer machen. Wer bekommt
das Trikotsponsoring für Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04. Das kann auch nur einer machen. Und dadurch entsteht ein Wettbewerb. Und wenn viele sich um ein rares Gut bemühen, sich drum bewerben, das machen sie ja übrigens auch, um Geld zu verdienen. Also ich habe noch keine Fernsehanstalt im privaten Bereich zumindest entdeckt, die kein Geschäftsmodell dahinter hat. Und selbst die Öffentlich-Rechtlichen bieten ja Geld, weil sie auch möglicherweise über Werbung eine gewisse Refinanzierung haben. Und Gleiches sind die Sportartikelunternehmen, die in die Vereine investieren, Ausrüsterverträge abschließen, auch in stets wachsenden Summen. Warum machen sie das? Weil der Fußball populär ist und weil sie selber mit diesen Investments Geld verdienen können. Herr Niggemann, wenn Sie das hören, dann fragt man sich doch eigentlich, Popularität ist ein Gut. Leichtathletik, was Frau Schwanitz macht, ist populär. Schwimmwettbewerbe sind populär. Und trotzdem tritt der Effekt ja nicht ein, den Herr Peters gerade beschrieben hat. Warum eigentlich nicht? Na, ich könnte jetzt bösartig sagen, so viel wie in die Werbung für den Fußball investiert wird, natürlich ist er auch populär, unabhängig von der Historie, die der Fußball in Deutschland gerade hat. Aber gucken Sie mal, den ganzen Tag wird über Fußball auf allen Kanälen, in allen Medien, jede Kleinigkeit, was im Fußball passiert, wird groß gemacht. Wir haben in Berlin gerade in diesem Sommer eine wunderbare Europameisterschaft Leichtathletik gehabt. Tolles Fest, ein tolles Konzept, wo wir das aus dem Stadion rausgebracht haben, in die Stadt rein, am Breitscheidplatz und viele Veranstaltungen durchgeführt. Die Bevölkerung hat das angenommen. Also wenn man überhaupt von Nachhaltigkeit reden kann, das war eine nachhaltige, das heißt in die Bevölkerung weiter reingehende Veranstaltung. Aber danach, die Berichterstattung danach, von so einem Bundesligaspieltag, gucken Sie das mal an, wie häufig das nachverwertet wird. Ist ja auch in Ordnung, weil da kann man sagen, natürlich ist das Interesse da, ist das Markt und dann ist dann natürlich auch der Preis dann auch höher. Aber diese Investition wird ja in diese anderen Sportarten ja so nicht gemacht. Und wenn Sie auch die Zahlen, der Peters kennt die Zahlen viel besser als ich, aber wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, alle steigenden Zahlen der Bundesliga-Clubs in Deutschland, wo kommt die meiste Steigerung her? Weder von den Zuschauereinnahmen, teilweise haben Vereine sogar Probleme mit den Zuschauern, noch gewaltige Sprünge bei den Sponsoren ein. Und in erster Linie sind das die Fernsehgelder. Und da ist nicht nur private, das ist jetzt ein ganz anderer Punkt. Ein privater Sender handelt nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aber die Öffentlich-Rechtlichen, die auch zu diesem neuen Vertrag erheblich beigetragen haben, da muss man sich ja auch mal fragen, ist das richtig, dass ich an einem Samstag den ganzen Tag die Endspiele der Länderpokale nur mit der Argumentation, ja, da habe ich eine Einschaltquote von 1,2 Millionen übertrage oder in andere Sportarten gehe? Warum übertrage ich nicht eine Basketball, Handball oder was weiß ich, oder Leichtathletik oder andere Sportarten? Das ist gut, dass Sie das sagen, denn Phoenix ist ja der Ereigniskanal von ARD und ZDF. Da haben wir gleich beide, die werden das sicher angucken. Frau Schwanitz, lassen Sie mich aber an Sie die Frage stellen, was Herr Niromant gesagt hat. Der DOSB ist ja nicht ganz machtlos. Sollte der Verband da nicht auch ein bisschen lauter trommeln? Machen die da genug oder wünschen Sie sich da ein bisschen mehr? Da habe ich leider überhaupt gar keinen Blick hinter die Kulissen. Ich weiß nicht, inwieweit sich der DOSB dafür einsetzt. Ich gehe davon aus, sehr. Aber wer wie mit kämpft, keine Ahnung. Dann frage ich Professor Breuer, wollen Sie darauf gleich? Sonst hätte ich noch eine Frage, aber Sie können erst generell mal darauf. Muss man schon konstatieren, dass in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland das Marktungleichgewicht zugunsten des Fußballs gewachsen ist. Ja, also der Abstand ist gewachsen. Und wenn wir die Situation in Deutschland vergleichen mit der Situation in Nachbarländern, da muss man sagen, da gibt es in vielen Nachbarländern zumindest ein, zwei weitere Sportarten, die häufig annähernd so populär sind wie der Fußball. Die Entwicklung in Deutschland ist eine andere gewesen und das ist sicherlich auch ein Erfolg des guten
Managements und Marketings im Fußball. Aber sicherlich haben wir eben auch sowas wie eine angebotsinduzierte Nachfrage, nennen wir das in der Ökonomie. Das heißt, dass bis zu einem bestimmten Anteil weiteres Fernsehangebot sich automatisch eine Nachfrage schafft und dadurch dieses Ungleichgewicht zwischen den Sportarten steigt. Also da kann man durchaus von einer Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, am Ende entscheidet der Konsument, ob er einschaltet oder nicht. Und da gilt wiederum, dass der Fußball natürlich dann auch ein attraktives Produkt geschaffen hat. Und eine Sportart, die im Ligenbetrieb angeboten wird, hat natürlich auch schon mal den Vorteil, dass wöchentlich ein Event vorliegt, während es in Sportarten wie Schwimmen, Leichtathletik eben nur relativ wenige Events sind und das eben auch ein Strukturungleichgewicht schafft. Jetzt bin ich ganz froh, dass wir die Medienpolitik vielleicht abschließen können. Ich habe nämlich die Frage, weil Sie das gerade gesagt haben, wie das bei uns hier in Deutschland ist. Interessant ist ja schon, meiner Wahrnehmung nach, dass sich etwas verändert hat, auch was die Sportartikelhersteller zum Beispiel anbelangt. Früher waren 15 von 18 Vereinen in der Bundesliga vom einen Ausstatter ausgestattet, 3 vom anderen. Heute ist es nur noch einer. Wenn man nach England guckt, wenn man nach Spanien guckt, stellt man fest, da besitzen reiche Scheichs oder russische Oligarchen ganze Vereine. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Da scheint dem Wachstum keine Grenze gesetzt. Werden wir da auch hinkommen müssen? Nun sind zwei verschiedene Stories meines Erachtens. Das eine sind die Ausrüster, dass die natürlich immer mehr, zumindest die global agierenden Unternehmen, bemüht sind, in die ganz Top-Assets reinzugehen und die kosten immer mehr Geld. Also das, was früher Adidas beispielsweise auf die Liga ausgeschüttet hat, braucht Adidas heute als Taschengeld, um den Vertrag mit Real Madrid verlängern zu können, weil eben diese Ausrüster Sponsorships eben im Preis entsprechend gewachsen sind. Und das andere ist eben die Frage, inwieweit tatsächlich Investoren im deutschen Sport eine Rolle spielen können. Und da weiß er, wissen die Kollegen sicherlich umso besser Bescheid, solange die 50+1-Regel vorliegt, ist es nur begrenzt attraktiv, eben für Investoren reinzugehen, weil wer viel Geld gibt, möchte eben auch mitbestimmen und die 50+1-Regel verhindert eben die komplette Mitbestimmung. Sie haben es gerade gesagt, 50+1-Regel muss man kurz erklären. Da geht es um veränderte Mehrheitsverhältnisse und die Frage, wie man eben investieren kann. Das, was Herr Professor Breuer gerade gesagt hat, Frau Schwanitz, wie leicht haben Sie es denn eigentlich? Sie sind Sportlerin des Jahres 2015, Sie sind hochdekorierte Individualsportlerin mit unzähligen nationalen, internationalen Titeln gesegnet. Wie schwer ist es denn für Sie, einen Sponsor zu finden? Leider Gottes sehr schwer. Also ich habe das ganz große Glück, bei meinem Manager Dresden.de ist einen Sponsor zu finden, der eben sagt, ich versuche auf neuere Methodik zu gehen und andere Wege zu gehen, als jetzt nur Plakatwerbung oder am Rand irgendwo oder einen Pinner auf der Kleidung oder sonst irgendwas. Denn diese Geschichte wird sicherlich aussterben. Ansonsten ist es sehr schwierig, denn meiner Meinung nach ist es so, dass man im Sport immer weniger ein Charakter sein darf, immer weniger ein Gesicht sein darf, sondern eine Nummer sein muss, eben nicht aufzufallen, damit eben die Großen sagen können, ich nehme die ganze Bande und verkaufe die. Das ist wesentlich einfacher, als sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und zu sagen, zu dem passt das, zu dem passt das. Oder ne? Und meiner Meinung nach glaube ich, dass das ein riesengroßes Problem ist, dass die Menschen nicht mehr einzeln wahrgenommen werden, sondern nur noch eine Schafherde soll irgendwo hin in eine Richtung. Aber hat das nicht auch was tatsächlich auch mit der Sportart zu tun? Weil im Fußball, Nationalspieler sind ja immer mehr auch im Fokus der Sportartikelhersteller zum Beispiel und werden sich als die Stars herausgepickt. Das scheint doch eher wieder dann auch die Frage zu sein, welche Sportart das ist. Also wir haben eindeutig den Effekt, dass Leistung und die obere Spitze immer stärker wächst und dass natürlich dann man darüber diskutiert, ist das noch ein gesundes Wachstum. Aber es wird eben getragen von einer Wirtschaft. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und dort werden die Investitionsentscheidungen unter Renditeaspekte getroffen und Medienunternehmen, selbst Zeitungen, die entscheiden sich, ich berichte über Schalke, über Bayern, über den Fußball, weil ohne die Berichterstattung des Fußballs verkaufen sie schlichtweg weniger Zeitungen.
Und das führt eben genau zu diesem Effekt, dass natürlich der Fußball immer irgendwo im Mittelpunkt steht. Aber das Wachstum ist ja auch nicht negativ, weil auch davon, das ist meine feste Überzeugung, der Fußball ja niemandem anderes was wegnimmt, sondern sein Wachstum aus seiner eigenen Stärke heraus finanziert und gleichzeitig aber eben auch mit diesem Wachstum unheimlich viel Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine eigene, wenn ich allein in Gelsenkirchen sehe, wo eine Arbeitslosenquote immer noch von 12% herrscht, welche wirtschaftliche Bedeutung der FC Schalke 04 dort hat, wie viele Arbeitsplätze er insgesamt schafft, wie viele Gäste wegen dem Fußball nach Gelsenkirchen kommen, sprich also auch andere Unternehmen, Hotels, Gastronomie, andere Geschäfte in Gelsenkirchen profitieren indirekt von dem Erfolgen und manchmal auch von den Misserfolgen von Schalke 04, weil die Menschen halt sonst im Übrigen auch nicht in dem Umfang nach Gelsenkirchen kommen würden. Und so geht das mit ganz vielen anderen Vereinen auch so. Das heißt also, an diesem Wachstum, das schafft ja tatsächlich auch für die lokale Wirtschaft und die lokalen Unternehmen unheimlich viele positive Aspekte, bis hin eben auch zu der Tatsache, dass der Fußball ein großer Steuerzahler ist, der letztendlich selbst finanziert seinen Beitrag leistet für alle anderen Aufgaben und als letztes eben auch noch vielen Menschen den sozialen Halt gibt in einer Zeit, da haben Sie auch zu Recht darauf hingewiesen, wo es halt auch notwendig ist, dass wir dort Werte und andere Dinge haben und auch weiter ausbilden, dass wir den Menschen ein soziales Gefüge im Miteinander geben. Wenn ich alleine an diese viele Fanbetreuung, an diese ganzen Zusammenhalter sehe, das ist ein höchstes Gut, was der Fußball dann übrigens auch wieder aus sich selbst heraus macht und nicht eben zu Lasten des Staates. Professor Breuer, Sportartikelhersteller und die Gelder, die da bewegt werden. Gerade wenn man nach Großbritannien schaut, auf die Insel. Das sind ganz andere Summen. Da werden aber auch Einzelpersonen herausgestellt. Wie kann das sein, dass die so viel wert sind? Womit machen diese Sportartikelhersteller ihr Geld? Weil auf die Leistung kommt es ja nicht immer an. Die ist ja nicht immer gleichbleibend gut. Ja gut, am Ende des Tages müssen auch die Sportartikelhersteller ihre Produkte verkaufen. Und das tun sie offensichtlich mehrheitlich sehr erfolgreich. Es ist eben so, dass wir eine Tendenz haben, dass es globale Stars gibt, dass es tatsächlich da auch sowohl im Teambereich als auch bei Einzelsportler Stars gibt, die nicht an nationalen Grenzen Halt machen und die werden eben immer teurer. Also wir leben in einer sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie und da ist es ganz wichtig, oder da gewinnt derjenige, der Aufmerksamkeit für seine Botschaften, für seine Produkte erhält. Und dazu braucht man eben diese wenigen Weltstars. Und deswegen sind die Sportartikelhersteller immer mehr bereit, viel Geld in wenige Stars eben hinein zu investieren. Und das macht es eben in der Breite schwer. Man muss auch dazu sagen, im Sportartikelmarkt, wenn wir jetzt mal den Deutschen nehmen, da wird eigentlich nur mit drei Sportarten, wenn man den Wintersport ausklammert, Geld verdient. Das ist eben der Fußball, weil es so viele Fußballspieler gibt. Das ist der Bereich Running noch. Und dann kommt noch mit Abstand ein bisschen Tennis. In allen anderen Sportarten haben wir keine relevanten, kritischen, Breitensportmärkte, was die Sportartikel anbelangt. Wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, welche Rolle spielt der Breitensport? Sie haben es aber gerade beantwortet, im Prinzip nicht wirklich eine bedeutsame oder eine, die kaum mehr messbar ist. Herr Liromant, das ist aber doch ein Punkt, wo ein Verband sagen muss, das müssen wir ändern. Weil das klingt ja sehr, eine extreme Konzentration mit extremen Summen, was ja sehr zu Lasten geht, nicht nur viele anderer Sportarten und Sportlerinnen und Sportler, sondern auch dem Gedanken, den Sie vorher formuliert haben, gesellschaftlich relevant, aber auch unter dem Gesichtspunkt Respekt. Also wenn es dann nur noch um Geld geht, dann ist doch spätestens an der Stelle ein Verband, ein mächtiger wie der DOSB, gefragt und gefordert. Ja, ich denke, das tut der DOSB auch. Und der DOSB betont ja auch immer in verschiedenen Bereichen die eigentlichen Werte des Sportes, die olympischen Werte. Das ist ja die Diskussion, die ja nun seit Jahren, hat Herr Peters auch von der einen Seite das jetzt mehr beleuchtet. Ich möchte auch betonen, dass das, was ich bin selber jahrelang Unternehmer gewesen, dass das, was der Fußball da macht,
das ist wunderbar. Das ist das, was die können als Vereine, als Unternehmen, die Möglichkeiten, die sich dort bietet, das wird schon ordentlich umgesetzt. Das auch gerade in Deutschland. Das, ohne dass jetzt dort ein negativer Beieffekt vielleicht dabei ist. Aber entscheidend ist doch die Frage, wenn man das jetzt auf die Gesamtökonomie und auf die früheren Jahre vergleicht, wollen wir einen Turbokapitalismus oder wollen wir eine soziale Marktwirtschaft? Wenn wir von der sozialen Marktwirtschaft reden, das heißt also, wir müssen irgendwo Grenzen setzen, wo die Seele des Sportes nicht nur nach den Gesetzen der Marktwirtschaft verkauft wird. Wenn Überlegungen angestellt werden, ständig mit Turnieren, und das ist nicht nur im Fußball so, es ist auch in anderen Sportarten, ich kenne das auch von meiner Sportart, vom Volleyball, wo ständig daran gedacht wird, hier noch ein Turnier und da noch ein Turnier und da noch ein Turnier, um Lizenzgebühren für die Veranstalter, und das sind meistens entweder große Sponsoren oder die großen Verbände. Das geht in erster Linie auf die Kosten der Gesundheit der Spieler, weil die sind nur noch unterwegs. Das sieht man im Handball, im Volleyball, im Fußball. Also da ist die Macht der Vereine ein bisschen größer gewesen, konnten das ein bisschen dagegen halten. Und dann bei den anderen Sportarten geht das genauso. Und da wird dann eben halt vergessen, dass auch der Sport auch für die Menschen gemacht worden ist. Und von daher müssen wir alle daran denken, dass nicht nur die Gesetze des Marktes den Sport bestimmen, sondern der Breitensport, gerade der Vereinssport, der in das Grundgerüst des Sportes in Deutschland ist, muss weiter gefördert werden. Also wenn die Vereine es nicht gäbe, dann würde es auch den Sport, selbst den Fußball auch so nicht geben können. Und das ist ein Asset, was wir hier in Deutschland haben. Dazu dann die ganzen ehrenamtlichen Helfer. Wir haben 6,8 Millionen Ehrenamtliche, die im deutschen Sport aktiv sind. Was das für ein wirtschaftlicher Faktor ist. Stellen Sie sich vor, das würde man dann umrechnen in ein Steueraufkommen oder in ein wirtschaftliches Aufkommen. Das ist enorm. Und gerade diese Werte müssen wir dagegen verteidigen, wenn es nur heißt, der Markt bestimmt das ja. Dann wird das nämlich nicht mehr haltbar sein. Da kommt mir sofort ein Gedanke, Frau Schwanz. Das Größte, was eine Sportlerin, Sportler in der Leichtathletik und auch außerhalb der Leichtathletik erreichen kann, ist die Teilnahme und der Gewinn einer olympischen Medaille. Olympische Spiele, das klang vor, bei Großveranstaltungen schon an, sind wir jetzt so weit, dass sie quasi keinen mehr finden, der eine olympische Spiele ausrichten möchte. Sagt das was über den Stellenwert des Sports aus? Ich glaube eher, dass die Leute den Sport weniger schätzen als die Umstände, die der Sport dann macht. Weil, so wie wir es vorhin schon gehört haben, Sport zu gucken im Fernsehen oder mal im Stadion ist ja ganz schön und das bespaßt mich so zwischen 3 und 6 Stunden oder länger. Aber wenn ich dafür jetzt selber auf was verzichten soll, auf meine Freiheit, auf meine Freizeit, auf mein, was weiß ich, Straßen werden gesperrt oder sonst irgendwas verzichten soll, dann fangen die Menschen an und sagen, oh nee, also dann ist das doof, dann will ich das so nicht. Und das ist einfach das Problem, dass der Spitzensport, nicht der Breitensport, sondern der Spitzensport, die Menschen nicht mehr in dem Sinne erreicht. Im Spitzensport geht es nicht darum, dass ich viele habe, sondern im Spitzensport geht es darum, dass ich viele oben habe. Da brauche ich nicht meinen Kindern erzählen, die sollen Sport machen. Also das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Und die Menschen selber, bin ich eben der Meinung, der Aufwand, den die Menschen haben, die worauf sie verzichten müssen, das ist stärker als die Leidenschaft des Sportes gegenüber, weil eben auch der Sport immer weniger gezeigt wird. Wann wird denn mal Volleyball, Basketball, Schwimmen, Boxen, Turnen oder sonst irgendwas gezeigt? Es wird nur noch Fußball gezeigt, von Freitag bis Sonntag, dass auch jedes Familienleben auch wirklich getötet wird. Also es ist tatsächlich so, wenn Männer fußbegeistert sind, dann kriegst du die am Wochenende nicht mehr aus dem Haus, weil die Montagsspiele ja jetzt dann nicht mehr sind. Also es wird alles eigentlich dafür gemacht, dass alles kaputt geht, außer dass die Menschen vom Fernseher leben oder ins Stadion gehen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Wenn die Olympischen Spiele jetzt gar nicht stattfinden würden einmal, was würde das denn für Athletinnen und Athleten, würden viele ihrer Kollegen eigentlich bedeuten? Dass wir vergessen werden.
dass Leistungssportler, die alle 4 Jahre wenigstens die Chance haben, mal gezeigt zu werden, mal gesehen zu werden, zu sagen, ja, ich bin auch noch da, dass es die einfach in den Köpfen der Menschen nicht mehr gibt, weil das nicht sehen heißt, ich vergesse etwas. Wenn ich nicht immer wieder daran erinnert werde, dass wir zum Beispiel mal einen Robert Harting haben oder hatten, der eben ein Kopf war, ein Gesicht war, ein Charakter war, der die Menschen beeindruckt hat durch seine Leidenschaft, mag sein, wie auch immer er das rübergebracht hat, aber das haben die Leute nicht vergessen. Aber wenn man das nicht mehr zeigt, wie soll denn dann die Leichtathletik überhaupt noch leben? Von was? Ich finde das so toll, wenn ich durch die Straßen gehe und mich ältere, vor allen Dingen die älteren Leute ansprechen und sie sind doch hier die Kugelstoßerin. Finde ich total cool. Aber meine Altersklasse guckt das da schon fast nicht mehr, bis sie dann irgendwann so, ah ja, Olympische Spiele, da war ja noch was. Ansonsten wird es nicht mehr gezeigt. Ich meine, es würde vor allem auch das System der Spitzensportförderung auseinanderbrechen, dass er auch diese olympischen Zyklen braucht. Die natürlich auch mehr Förderung bekommen, gerade in der Vorbereitung auf die jeweiligen Olympischen Spiele. Und man darf, weil wir so ein bisschen marktwirtschaftliche Schelte hier hatten, darf man natürlich auch nicht übersehen, dass der Staat, also wenn man Bund, Länder und Gemeinden zusammennimmt, dass er jedes Jahr mit mehr als 5 Milliarden Euro den Sport in Deutschland unterstützt. Und das ist maßgeblich Breitensport. Wir können sicherlich diskutieren, ob das genügt. Aber wenn Sie die Zahlen nennen, dann fragt man sich natürlich gerade in dieser Debatte, wo werden die Olympischen Spiele in 10, 15 Jahren stattfinden? Ein Land, eine Stadt nach der anderen springt ab. Die Bevölkerung will es nicht. Es ist wahnsinnig teuer. Also da hoher. Scheint ja etwas in eine Schieflage zu kommen. Genau, es ist, man kann das einerseits politisch betrachten, dann ist das das Misstrauen gegenüber insbesondere internationalen Sportorganisationen. Man kann es auch ökonomisch betrachten, also alle seriösen Untersuchungen aus der westlichen Welt haben eben gezeigt, dass man mehr Geld reinsteckt, als dass man rausbekommt. Das ist eine andere Situation bei Fußball-Weltmeisterschaften, allein weil sozusagen alles in einer Region ist. Und dort eben auch gemessen an nachhaltigeren Konzepten doch relativ viel Geld eben in die Hand genommen werden muss. Das zeigt, dass häufig eben es sozusagen auch nicht lohnt, weil die Opportunitätskosten so hoch sind. Ich kann das Geld woanders reinstecken. Ausnahme war das Hamburger Konzept in der Tat. Da hat man doch ein finanziell sehr innovatives Konzept gehabt. Da wäre die Rechnung vielleicht anders ausgegangen, aber alle Berechnungen aus den USA, aus Kanada deuten eben darauf hin, dass es auch ökonomisch nicht so ganz einfach ist. Aber wenn man sich das alles mal zugrunde legt, dann stellt man doch fest, die Medien, die Wirtschaft haben den Sport immer mehr im Griff. Und der Sport selber als Sportgedanke verliert dabei. Kann man das auf so einen einfachen Nenner bringen, Herr Niromand? Ja, dass die Medien da eine enorm große Rolle spielen, ist eindeutig. Also auch natürlich durch die Möglichkeiten, die das heutige Internet bietet, die Öffnung. Dadurch ist der Informationsfluss ja eine ganz andere. Das betrifft aber nicht nur den Sport. Schauen Sie sich einfach den Bereich der Politik an, was dort passiert durch die Möglichkeiten, die es heute gibt. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Medien einen ganz bestimmten oder einen ganz großen Einfluss auf das Geschehen im Sport haben. Ich möchte noch mal auf das Thema Olympia noch mal vielleicht zurückkommen. Ich denke, mit der Durchführung von Olympischen Spielen in einem westlichen Land müsste man eigentlich ganz anders umgehen, als es in den vergangenen Jahren vielleicht geschehen ist bei vielen Großveranstaltungen, wenn man London vielleicht mal ein bisschen als Ausnahme rausnimmt. Das hat bisher immer dazu gedient, irgendwelchen Oligarchen eine Bühne zu bieten, um sich größer darzustellen und ohne jede Nachhaltigkeit in dem jeweiligen Land. Was passiert mit den Stadien, was passiert mit der Infrastruktur, die für diese 2 oder 3 Wochen geschaffen werden und was hat man danach? Die aktuellste Diskussion haben wir jetzt in Brasilien. Wenn wir das vielleicht anders aufrollen und sagen, was braucht eigentlich dieses Land, diese Region oder diese Stadt an Verkehr, an Thema Mobilität, an Thema Integration, an Thema Stadtentwicklung, an Thema Infrastruktur, Sachen, die wir sowieso für die Jugend in Deutschland heute machen müssen.
Wenn wir das in Gang setzen und wenn am Ende das Ganze auch so vorbereitet ist, dass eine Großveranstaltung dabei rauskommt, die zu dieser Struktur passt und nicht wir für 2 Wochen eine Bühne schaffen, die viel Geld kostet und danach ohne jede Nachhaltigkeit im Prinzip verbrannt ist, dann ist das natürlich eine Negativrechnung. Aber wenn das eine organische Entwicklung ist, die die Region oder das jeweilige Land sowieso machen muss, um gewisse Hausaufgaben zu machen im Sinne der Zukunft, dann werden auch die Durchführung der Olympischen Spiele in einem solchen Land vom Erfolg getragen sein. Herr Peters, was Herr Neromann gerade beschreibt, klingt wie die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar. Da passt sie wunderbar hin, im Weihnachten. Ja, da passt sie nicht hin, weil die ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen ist, die auch zu Recht kritisiert worden ist. Und daran erkennt man natürlich auch, dass Entscheidungen, die getroffen werden, zu hinterfragen sind. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, wer trifft denn im Fußball und wer trifft im Sport überhaupt generell Entscheidungen? Und sind ja eigentlich immer wieder die basisdemokratischen Aspekte, die insbesondere auch beim Fußball manchmal ein Problem bereiten. Wir wissen ja, jedes Land hat eine Stimme, egal wie es groß ist oder wie klein ist. Übrigens auch egal, welche Bedeutung der Fußball in einem Land spielt. Und da ist es natürlich auch für ein Land, ich will da gar keine Namen nennen, das, wo aber der Fußball vielleicht an Position 12 oder 13 in der Rangliste steht, schon entscheidend, was sind denn die Zuschüsse von der Weltmeisterschaft im Land A oder was sind die Zuschüsse von der Weltmeisterschaft im Land B? Und wie soll dann ein Inselstaat in dem Pazifik oder wie auch immer, soll er sich dann dafür entscheiden, ich gebe das dann dahin, wo es schön ist, oder ich gebe es dahin, wo die Zuschüsse der FIFA möglicherweise etwas höher sind. Und das sind halt natürlich dann die Themen, wie werden dann Entscheidungen getroffen? Sie werden aber trotzdem halt demokratisch am Ende getroffen, dass es gewählte Menschen gibt, die entscheiden, was getan wird. Es gibt aber umgekehrt dann auch Managementaufgaben, die für mich immer wieder das Paradebeispiel von Biathlon, sicherlich eine Sportart, die auch früher schon eine gewisse Popularität hatte, aber jetzt nicht so richtig groß populär war. Aber als dann auf einmal dort, aber auch in Zusammenarbeit mit den Medien und den Fernsehanstalten, die Regeln ein wenig verändert worden sind, dass es ja dann ein bisschen fernsehtauglicher gemacht worden ist, ist ja diese Sportart in ihrem Image, in ihrer Begeisterung, in den Übertragungsraten auch explodiert. Das kann man dann wieder als Kommerzialisierung etwas negativ besehen, aber es hat ja dann insgesamt einer Sportart richtig gut getan und dort wird ja dann auch Geld verdient. Und das sind natürlich dann auch eben Aufgaben neben dem Beklagen, das Gestalten. Auch das ist ja die Aufgabe, die wir auch im Fußball haben. Und wir dürfen nie den Fehler machen, dass man Fehlentscheidungen, die überall auf der Welt getroffen werden, also es wird nirgendwo irgendetwas geben, wo einer 100% alles richtig hat. Fehlentscheidungen sind zu minimieren, aber die Gestaltung und natürlich auch eine Managementaufgabe der Weiterentwicklung, die darf man bei all dem nicht aus den Augen verlieren. Frau Schwanitz, die Olympischen Spiele, die große Frage, wie Amateurinnen und Amateure im Individualwettbewerb gegeneinander, das fasziniert die Menschen. Im Stadion, das fasziniert sie auch, wie Sie es vorher richtig beschrieben haben, vor den Fernsehgeräten. Was würden Sie sich denn eigentlich wünschen, wenn Sie das jetzt so hören? Dass in Zukunft einfach mehr darüber berichtet wird, dass der Wert anerkannt wird, mehr oder dass auch mehr organisiert wird? Weil es scheint ja gewisse Gesetzmäßigkeiten zu geben, weil Sie entscheiden es ja nicht selber. Wenn Sie es entscheiden könnten, würden Sie wahrscheinlich manches anders machen. Ja. An wen würden Sie denn jetzt einen Wunsch herantragen? Ich würde den Wunsch haben, dass mehr als nur die Olympischen Spiele oder die WM oder EM, also sozusagen die Höhepunkte im Fernsehen gezeigt werden, sondern dass es zum Beispiel auch so eine Art Champions League in der Leichtathletik gibt, wo sich eben die Elite der Welt 5-mal im Jahr trifft
und da einen Wettkampf macht, um den Zuschauern zu zeigen, also das sind die 5 Kandidaten, die jetzt in der Welt gerade unterwegs sind, die sich hochgearbeitet haben, die dann zur WM fahren oder zur EM oder zu den Spielen oder sowas. Oder was mir zum Beispiel auch gut gefallen würde, wäre, wenn man mal nicht nur Fußballer für irgendeine Chipswerbung oder für irgendeinen Rasierer nimmt oder irgend sowas anderes, weil das ist zum Beispiel was ganz Interessantes. Wir Leichtathleten dürfen, also zumindest wir Leichtathleten durften bei den Olympischen Spielen bis dato keine Werbung machen. Währenddessen, während der WM und sowas schon. Aber während den Olympischen Spielen war definitiv klar, du darfst die Klamotten tragen, die dir zugeteilt waren oder wie der Ausrichter eben da war und gesagt hat, bis auf die Schuhe hast du das und das zu tragen. Gott sei Dank die Schlüpferfarbe noch nicht. Aber alles andere wird soweit reglementiert. Aber dass sonst, dass man keine Werbung machen durfte, dass man nicht sagen durfte, ich finde das Produkt toll oder ich finde das, da gab es sofort Ärger. Sofort, also so schnell konnte man gar nicht einfach drüber nachdenken, gab es schon Ärger. Und im Fußball geht das aber. Warum so Unterschiede gemacht werden? Es gab aber auch schon, Professor Breuer, andere Beispiele, wo das funktioniert hat. Radsport ist zum Beispiel so ein Thema. Auf einmal wurde die Tour de France und Radsport ganz hoch interessant. Als damals Steffi Graf und Boris Becker erfolgreich wurden, kam Tennis, was vorher relativ wenige interessiert hat, auch medial, zu einem ganz großen Sport. Was braucht es denn, um so eine Initialzündung zu kriegen? Oder ist der Markt schon so zu, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel bei Fußball, dass das eigentlich nicht mehr möglich erscheint? Nun, es gibt immer wieder gewisse Trends und was natürlich in einem Sportmarkt, der die Größe von Deutschland hat, wichtig ist, sind natürlich dann nationale Stars, die erfolgreich sind, wo dann aber auch die Kamera dabei ist und sozusagen diesen Erfolg, diese Spannung festhält und dann kann immer was draus werden. Aber es ist diese Kombination aus sportlichem Erfolg, auch einer Persönlichkeit, die für die Mehrheit der Bevölkerung interessant ist. Und dann aber mediale Berichterstattung. Das hat man beispielsweise auch im Skispringen gehabt, wo wir dann auch entsprechende Formate und auch mit der Vier-Schanzentournee ein TV-fähiges Format haben, wo regelmäßig dann berichtet wird in der Zeit. Auch noch, das ist ein glücklicher Umstand, wo der Fußball in der Winterpause ist. Das haben wir in ein paar anderen Sportarten gesehen. Wir haben aber genauso gesehen, dass die Sportarten wieder rückläufig waren. Das haben wir beim Tennis gesehen, wir haben das beim Radsport gesehen. Und die Kunst ist natürlich dann tatsächlich eine Sportart längerer Zeit möglichst weit oben zu halten. Also dann ist es am Ende doch das Spannungsverhältnis zwischen Sportförderung, zwischen vielen Erfolgen und medialer Begleitung, die am Ende dazu führt, dass das Umfeld so günstig gestaltet wird, dass Erfolg auch tatsächlich nicht nur zählbar ist, sondern auch in klingender Münze dann bei den Sportlerinnen und Sportlern ankommt. Ja, richtig. Wir können jetzt nicht vorhersagen, in welcher Sportart sowas wieder eintreten wird. Aber man muss sozusagen von der Managementstruktur her Vorsorge schaffen, dass wenn sowas eintritt, dass man das möglichst nachhaltig oder möglichst über einen langen Zeitraum eben den Nutzen abschöpfen kann für die Sportentwicklung. Aber wie sind wir da im internationalen Vergleich dann in Deutschland aufgestellt? Sind wir da im Mittelfeld? Sind wir da weit vorne? Also im Fußball könnte man Eindruck kriegen, in Großbritannien und in Spanien ist man da deutlich weiter. Aber wie ist es insgesamt im internationalen Vergleich? Wo liegen wir da? Ja, ich würde schon sagen, im vorderen Mittelfeld. Also wir haben schon eine sehr gute Spitzensportförderstruktur mit auch mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die da das Tunlichste tut. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man dort gegen Länder antritt, wo es eben eine andere Vorstellung gibt, wo sozusagen der Staatsamateur weiterlebt. Und da gibt es natürlich schon gewisse Ungleichgewichte. Ja, dann haben wir eben nicht die Situation, dass die Athleten das finanzielle Risiko der Karriere individuell tragen, sondern da besteht ein anderes Verhältnis zwischen Chance der Investition und Chance auf Rendite, weil eben dann auch Sporterfolge anders sozusagen vergoldet oder versilbert werden. Das ist aber sozusagen die Frage, ob man das will, ne? Ob man
diese Vorstellung hat von einer Gesellschaft und von einem Sportsystem in der Gesellschaft oder ob man eher andere Vorstellungen hat, dass der Staat sich eben nicht um alles kümmert. Dafür ist auch der DOSB zuständig. Sie haben viel Einflussmöglichkeiten als Verband. Herr Niromant, ich will in die gesamte Runde mal eine Frage geben. Kann ja jeder oder sollte bitte auch jeder individuell beantworten. Wo genau sind die Grenzen der Kommerzialisierung für Sie erreicht im Sport? Wann hört's auf? Ja, ich habe es vorhin angedeutet. In dem Moment, wo tatsächlich die Interessen des Geldes, die Werte des Sportes und die Interessen und die auch, da gehört auch die Gesundheit, den Gesundheitszustand der Sportler nicht mehr berücksichtigen. Und jede Förderung, jede Aktion dann, wenn das tatsächlich nur noch gemacht wird, weil irgendein Sponsor das will, dabei will ich auch betonen, dass die Bedeutung der Sponsoren für den Sport auf allen Ebenen enorm wichtig ist. Das soll keine Sponsorenschelte sein, das darf so nicht verstanden werden. Ohne die Sponsoren, ohne die Unternehmen könnten wir auf allen Ebenen, ob das in der Spitze ist oder unten in der Breite ist, selbst auf Kreisliga-Ebene, wo der Malermeister sich engagiert für seinen Heimatverein, können wir den Sport gar nicht aufrechterhalten, zumindest qualitativ nicht so. Das soll dann, aber es geht um die Gesetzmäßigkeiten. Die Gesetzmäßigkeiten müssen sein, dass wir eine gute Kombination finden aus wirtschaftlichen Interessen, gepaart mit der Aufrechterhaltung der eigentlichen Werte des Sportes und der Gesundheit der Sportler. Wenn wir diese drei Komponenten unter einen Hut bringen, dann haben wir es richtig. Darf ich bei Ihnen, Herr Peters, die Frage ergänzen? Müssen wir damit rechnen, dass Neymar und Co. in Zukunft bei Ablösesummen und bei Gehältern hinten eine weitere Null oder vorne eine weitere Eins noch dazu bekommen? Ich bin davon überzeugt, dass der Fußball weiter wächst, weil er zum einen vernünftig gemanagt wird und zum anderen populär wie denn je. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn es weiter Wachstum gibt, dass auch am Ende die Spieler, die ja das Wachstum verursachen durch ihr Spiel, davon profitieren und die Gehälter weiter ansteigen. Und um das auch zu ergänzen, die Grenzen des Kommerzes sind für mich immer dann erreicht, wenn die Sportart und die Beliebtheit der Sportart tatsächlich nachhaltig beschädigt wird. Das ist aber eben nicht der Fall, wenn mal ein oder andere Fehlentscheidung getroffen wird. Das passiert, aber die Anzahl der Fehlentscheidungen muss man halt minimieren. Worauf es mir aber auch nochmal ankommt, ist darauf hinzuweisen, dass wir alle, die wir im Sport tätig haben, auch einen Gestaltungsauftrag haben. Und da müssen wir auch uns immer kritisch hinterfragen, ob die Strukturen, die dann in den einzelnen Sportverbänden geschaffen worden sind, ob sie leistungsfördernd sind und ob sie auch diese Gestaltungsmöglichkeit tatsächlich schaffen. Und wenn ich das ein oder andere verfolge, dann kann man da sicher auch mal Zweifel haben, ob es immer effizient ist, wie der Sport ganz allgemein formuliert organisiert ist. Und da ist es wichtig, dass wir gemeinsam auch daran arbeiten und nicht nur, also was können wir selber leisten und nicht nur auf andere schauen, warum bekommen wir denn so wenig. Frau Schwanitz, das klingt so, als würde die Schere weiter auseinandergehen. Ja, ich befürchte. Ja, für mich wäre ganz schlimm, wenn Sportler gezwungen werden würden, durch chemische Mittelchen leistungssteigernd irgendwelche Gewinne erzielen zu können. Das wäre zum Beispiel sowas, das kennen wir ja nun schon. Kennen wir ja leider Gottes aus der Geschichte. Okay. Zum Beispiel. Oder eben, wie es schon gesagt wurde, wenn Geld dazu gebracht wird, dass jemand Sport macht und nicht mehr die Freude, die Leichtigkeit, der Spaß, die Leidenschaft, der Ehrgeiz dazu führt, dass man Sport macht. Das klingt auch wieder, Professor Breu, so schön romantisch. Wir haben so viele schöne Ideen bekommen, was Sport eigentlich ist, was er sein soll. Breitensport, trimm dich, aber natürlich dann auch der professionelle Sport. Haben wir die Grenzen nicht schon längst überschritten?
Ja, die Wirtschaftsstatistik sagt eindeutig, wir haben sie noch nicht überschritten. Und ich denke auch, die Schere geht weit auseinander, aber nicht, dass viele kleinere Sportarten immer weniger bekommen, sondern einfach der Anstieg weniger Sportarten war einfach steiler. Ich denke, es gibt zwei Risiken für das weitere Wachstum im professionellen Zuschauersport. Und das eine Risiko besteht darin, dass man eine Inflation an Wettbewerben schafft und sozusagen der einzelne Wettbewerb an Knappheitscharakter verliert, wodurch sozusagen der Wert relativ gesehen schwächer wird. Ja, und wir haben die Diskussionen in vielen Sportarten, auch im Fußball momentan. Die zweite Gefahr ist, da gibt es mittlerweile viele Präventionsansätze, aber man muss das auch als Gefahr sehen, ist sozusagen, dass das Vertrauen kaputt gemacht wird, dass der Sportler alles Mögliche gibt, alles Mögliche Erlaubte gibt, um gewinnen zu wollen. Ich spreche hier das Thema Matchfixing an, wo es in der Tat viele Präventionsansätze gibt. Aber das zeigen die Studien, dass die Bevölkerung gar nicht so kritisch, sie ist kritisch gegenüber Doping, ja, aber viel dramatischer wäre sozusagen das Vertrauen in die Motivation gewinnen zu wollen, zu verlieren. Damit würde sozusagen der Sport sein eigenes ökonomisches Fundament zerstören. Das bleibt in jedem Fall spannend. Frau Schwanitz, meine Herren, darf Ihnen ganz herzlich danken. Das war hochinteressant. Darf Ihnen sehr herzlich danken hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und auch Ihnen zu Hause. Das wird sicher uns noch eine Weile begleiten. Der Sport als Wirtschaftsfaktor, wo geht er hin? Wie sehr schadet es dem Sport? Wie sehr hilft es ihm? Das war Forum Wirtschaft von und mit Phoenix. Schönen Tag. Wiedersehen.